Ganz herzlichen Dank, Herr Nobis und der Fraktion, für die Einladung und für die Gelegenheit, heute einen Vortrag zu halten zu meinem Lieblingsthema, dem Klimawandel, der, wie wir ja alle wissen, nun schon so lange das Leben oder auch die Umwelt auf dieser Erde bestimmt, so lange wie es Atmosphäre auf dem Planeten gibt. Ich habe den Vortrag ein bisschen weiter gefasst als nur den Klimawandel. Nämlich, ich habe mir die Frage gestellt und will sie versuchen zu beantworten, wenn mir noch die Zeit dazu bleibt, ob unsere Energiewende das Klima schützen kann. Denn es geht ja immer um den Klimaschutz, wie wir wissen. Und damit wir das alle miteinander richtig machen, habe ich versucht, ein paar Begriffe vorweg zu klären. Zunächst mal gibt es ja die Aussage von berühmten Klimafolgenforschern wie Professor Stefan Rahmstorf, der sagte, in der Welt wurde das zitiert, wir Klimaforscher können nur nach dem Wenn-Dann-Prinzip sagen, wenn es so und so viel CO2 in der Atmosphäre ausgestoßen wird, dann erwärmt sich das Klima so und so viel, es wird wärmer. Nun kann sich das Klima zwar ändern, aber nicht unbedingt wärmer werden. Luft kann wärmer werden, aber lassen wir es mal so dahingestellt. Und deswegen gucken wir uns mal die Begriffe an, um die es da geht. Es geht also um den Treibhauseffekt. Da stimme ich mit Ihnen überein. Ich werde Ihnen zeigen, dass der Begriff Treibhauseffekt ein Marketing-Gag ist. Er ist der vermutete Prozess des Wirkens von sogenannten Treibhausgasen auf die Temperatur der Atmosphäre. Wobei die Atmosphäre, müssen Sie sich vorstellen, mindestens die Schichtdicke hat von 10 Kilometern bis 100 Kilometer, geht es dann noch weiter hoch. Aber die sogenannte Troposphäre ist das, wo sich das Klima dieser Erde abspielt. Und wir leben im unteren Teil dieser Troposphäre. Wir beschäftigen uns mit der Temperatur. Klima ist natürlich, und Wetter auch, wesentlich mehr als nur Temperatur. Es ist Wind, es ist Niederschlag, es ist Dürre, es ist Trockenheit, es ist alles Mögliche. Und wir beschäftigen uns aber mit der sogenannten globalen Mitteltemperatur, ein Wert, der, das ist relativ unbestimmt, der bodennahen Atmosphäre zugeordnet ist. Wir können uns jetzt darüber streiten, ob wir im ersten Stock noch bodennah sind. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Temperatur hier schon wesentlich geringer ist als 3 Meter, 4 Meter tiefer. Wir werden uns mit dem CO2 als Kohlendioxid beschäftigen. Und da haben Sie ja schon einiges dazu gesagt. Insofern werde ich den Teil etwas kürzer fassen. Ist es ein unsichtbares, geruchloses, ungiftiges, jedenfalls bis Konzentrationen bis weit über 10% hinaus, schweres Gas, 1,6 mal so schwer wie Luft, und unverzichtbar für alles Pflanzenwachstum auf dieser Erde. Auch dazu werde ich Ihnen einiges sagen. Und wir werden uns mit dem ganz wichtigen Begriff Korrelation beschäftigen. Korrelation ist ein mathematisch-technischer Begriff, ein mathematischer Begriff, der den Gleichlauf zwischen zwei Kurven beschreibt, die aus irgendeinem Grunde dann einen Prozess abbilden. Und dann eben, man kann die Enge dieses Gleichlaufs berechnen. Und dann kann man erkennen, haben die vielleicht was miteinander zu tun, haben die nichts miteinander zu tun. Gucken wir uns zuerst mal den Begriff Korrelation an. Was beweisen Korrelation? Ich habe Ihnen mal hier ein Bild dargestellt, das zeigt drei Kurven über der Zeitachse. Das unterste, das mittlere ist die globale Mitteltemperatur, wie sie von drei Instituten weltweit berechnet wird. Das ist diese gezackte Kurve. Dann haben wir das CO2, das einen Verlauf hat. Sie sehen, das steigt unten an, das steigt relativ flach an, eine ganze Weile so gut wie gar nicht, dann flach, kommen wir noch darauf zurück. Pardon. Und wir haben ganz unten die blaue Kurve, das ist das Briefporto in den USA. Und wie man sieht, ist der Gleichlauf zwischen diesen beiden Kurven wesentlich enger als das mit dem Kohlendioxid. Nun kann man ja darüber rätseln, ob die Briefträger geschwitzt haben. Deswegen wurde die Temperatur höher. Und deswegen haben die gesagt, jetzt wollen wir Zulagen haben, weil wir so schwer arbeiten müssen. Oder war es umgekehrt? Weiß man nicht. Also ich will damit sagen, Korrelationen als solche
sind zwar eine Voraussetzung für irgendeinen Zusammenhang, der kausal zusammenhängt, aber keine ausreichende Bedingung. Es gibt eben auch Scheinkorrelationen. Kommen wir zum zweiten Begriff, das ist der Treibhauseffekt. Und dazu habe ich mal einen berühmten Fernsehmeteorologen zitiert, der in einer Sendung vom Fernsehen, ich hoffe, ich bringe das jetzt hier zu Laufen. Treibhauseffekt, das ist im Grunde genommen dasselbe wie im Glashaus, wenn Sie in eine Gärtnerei gehen. Unter dem Glas ist es deutlich wärmer möglicherweise als draußen. Kurzwellige Sonnenstrahlung, so ist es auf der Atmosphäre, trifft auf den Erdboden. Der Treibhauseffekt, das ist im Grunde genommen dasselbe wie im Glashaus, wenn Sie in eine Gärtnerei gehen. Unter dem Glas ist es deutlich wärmer möglicherweise als draußen. Kurzwellige Sonnenstrahlung, so ist es auf der Atmosphäre, trifft auf den Erdboden. Langwellige wird zurückgeworfen und diese langwellige Wärmestrahlung trifft auf Gase. Und diese Gase absorbieren die langwellige Strahlung und werfen sie zum Teil wieder zurück. Das ist der übliche Begriff, den wir fast täglich seit 30 Jahren als Erläuterung bekommen, wie das Treibhaus Erde funktioniert. Nun sind Sie vielleicht alle schon mal nach Mallorca geflogen oder auch nur nach Frankfurt. Und ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass es ab so 6000 Meter immer geklirrt hat. Ob Sie das Glasdach da durchbrochen haben, haben Sie wahrscheinlich nicht. Und Tatsache ist nämlich auch, dass es kein Glasdach gibt in dieser Atmosphäre. Und deswegen, und nicht nur deswegen, muss man feststellen, der Begriff Treibhauseffekt und das Erläutern, dass es wie ein Treibhauseffekt, wie ein Treibhaus funktioniert, ist schlicht und ergreifend physikalisch falsch. Und wieder, warum das falsch ist, wissen wir seit etwa dem Jahr 1909. Also so ein Treibhaus sehen wir hier, etwas älteres. Und da hat ein Physikprofessor aus USA, Robert Wood, schon 1909 die ganz einfache Idee gehabt, versuchen wir das doch mal zu messen. Hat also zwei Kästen aufgebaut, aus Holz, innen mit Styropor ausgekleidet, oben mit einem Glasdach, das ist der linke Kasten, und dann einen zweiten Kasten daneben gestellt, wo das Glasdach ersetzt war durch ein Salzdach. Heute würde man Plastik dafür nehmen. Salz ist für alle Strahlungsarten durchlässig und Glas eben nur für sichtbares Licht und ein bisschen UV, aber in erster Linie für sichtbares Licht und nicht für UV-Licht. Und dann hat er schlicht und ergreifend Thermometer reingesteckt, das in die Sonne gehalten und gemessen und die Zeit genommen. Und da hat er festgestellt, dass die Temperatur in beiden Behältern so auf ca. 65 Grad an diesem Tag sich erhitzte, wobei die Temperatur im Treibhaus, also dem Glasdachkasten, immer etwas niedriger blieb als im Salzdachkasten. Also die Rückstrahlungseigenschaft, die Filterungseigenschaft des Glases hat offensichtlich nicht bewirkt, dass die eingeschlossene Infrarotstrahlung die Temperatur erhöhte, sondern die Durchlässigkeit des Salzdaches hat dazu geführt, dass die Temperatur da leicht höher war. Und dann kam noch dazu, dass die Zeit, die dazu gebraucht wurde, die Salztemperatur im durchlässigen Grad war immer etwas schneller auf dem hohen Wert als bei der Glas-Treibhaus-Konstruktion, dem Modell. Und daraus kann man schließen, dass der Treibhauseffekt im Treibhaus eben nicht durch die Eigenschaften des Glases verursacht wird, sondern schlicht und ergreifend dadurch, dass man die Konvektion verhindert. Man verhindert, dass die erwärmte Luft entweicht, was jeder im Auto jeden Tag in diesem schönen Sommer ebenfalls überprüfen konnte. Mache ich die Fenster auf, ist es im Nu so warm oder so kalt wie draußen. Das heißt also, der Treibhauseffekt beruht nicht auf der Treibhauswirkung, existiert somit auch nicht, aber was eventuell existiert, und da werden wir uns dann stärker mit beschäftigen, ist ein Atmosphäreneffekt. Treibhauseffekt kann auch nicht existieren, weil wir, wie gesagt, kein abgeschlossenes System haben auf der Erde, sondern ein offenes System. Und da der Treibhauseffekt nun mal verwendet wird, kann man ihn durchaus als irreführenden Marketing-Gag bezeichnen. Jetzt kommen wir zum zweiten, das ist das CO2. Und Herr Nobis hat ja schon freundlicherweise
ihre Schularbeiten gemacht und dargestellt, was sie wissen. Alle wissen, dass CO2 eben ein Spurengas ist. Aber was das bedeutet in der Darstellung, habe ich mal hier an diesem schönen Quadrat versucht aufzuzeichnen. Ich habe mir bei Excel eine kleine Tabelle gemacht mit 100 Zellen in der waagerechten und 100 Zellen in der senkrechten. Und zusammen sind das, wie man leicht nachrechnen kann, 10.000 Zellen. Und da habe ich mal eingetragen, die schwarzen Punkte, das sind 3 CO2-Moleküle, wie man vermutet, ohne es beweisen zu können, mit einiger Wahrscheinlichkeit, vor 150 Jahren in unserer Atmosphäre existiert haben. 3 Moleküle auf 10.000 Moleküle Luft gab es vor 150 Jahren, vor Beginn der industriellen Entwicklung. Und dieses eine Molekül hier ist seitdem dazugekommen. Und seitdem streiten sich die Gelehrten, genau genommen seit 30 Jahren, woher kommt das denn? Kommt es aus Vulkanen, kommt es aus dem Ozean, kommt es von unseren Emissionen, die unbestritten, aber erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dramatisch oder drastisch, besser gesagt, zugenommen haben. Da sind Überlegungen da, das ist weniger als 1%, das sind 20%, das sind 50%. Interessiert uns im Moment alles gar nicht. Aber ich will Ihnen da mal klar machen, dass wir jetzt von einem Molekül auf 10.000 mehr sprechen als vor 150 Jahren. Und wenn Sie sich den größten Platz in Kiel vorstellen, wo Sie 10.000 Anhänger der AfD versammeln oder auch meinetwegen der anderen Parteien, und da treten plötzlich ein paar Störe auf, und die fangen an zu krakeelen und zu boxen und zu schreien und so weiter. Wie viele, glauben Sie, im Umkreis würden die merken, wenn es nur 3 sind? Oder 4? Oder auch nur einer vielleicht? Die erste Reihe wahrscheinlich. Die wird ja vielleicht sogar angegriffen oder niedergeschrien. Die zweite Reihe wird interessiert hingucken und die dritte Reihe wird das gar nicht zur Kenntnis nehmen, weil die viel Interessanteres zu sehen hat. Also man kann schon aus der Grafik ungefähr sagen, naja, also die Menge ist wohl doch ein bisschen gering, um eine physikalische Wirkung haben zu können. Das Giftbeispiel haben Sie genannt. Das ist insofern irreführend, das wird gelegentlich verwendet, weil natürlich Cyankali beispielsweise vermindert die Sauerstoffaufnahme der Lungenbläschen und damit ist der Tod innerhalb von Minuten herbeigeführt. Curare lähmt die Nervenzellen, also Verstärkerwirkungen und CO2 chemisch so gut wie inert ist, also nicht reagiert. Mit anderen Stoffen ist das ausgeschlossen. Das ist das, was auf die Temperatur des Planeten, der Atmosphäre einwirken soll. Ich werde Ihnen zeigen, dass dieses Signal nicht zu finden ist. Jetzt gucken wir uns die dritte Größe an, das ist die globale Mitteltemperatur. Und dann gucken wir uns mal dazu die Extremwerte an. Hier sind Antarktisfahrer dabei. Zum Glück waren sie nicht 1993 da, denn da war die kälteste Temperatur, die jemals gemessen wurde, minus 93 Grad in der russischen Station in Wostok. Zwischendurch gab es eine Meldung in den Nachrichten, dass man in einigen Tälern sogar noch tiefere Temperaturen in der Antarktis gemessen hätte. Lassen wir es mal so bewenden. Und wir haben das Gegenstück dazu. In tropischen und subtropischen Wüsten, da messen wir bis zu 70 Grad. Manche behaupten, sie hätten sogar in der Sahara schon mal 80 Grad plus gemessen. Wir haben also eine Temperaturdifferenz auf diesem Planeten in der Spitze von 160 Grad. Und da frage ich mich als cooler Ingenieur und Naturwissenschaftler, was hat eine Mitteltemperatur bei solchen Spannen eigentlich für eine Aufgabe? 160 Grad und wir reden von Abweichung im Zehntelgradbereich. Aber es wäre vielleicht ganz gut, sich mal die Mitteltemperatur der verschiedenen Klimazonen, die es unbestreitbar gibt, die vor 100 Jahren von den Riesen in der Meteorologie eingeführt wurden. Köppen ist da ein bekannter Name. Die haben also die Welt in verschiedene Klimazonen verteilt, wo Pflanzenwuchs und Witterung und all diese Geschichten ähnlich sind. Und dann können Sie beispielsweise polares Klima und mediterranes Klima und arides Klima und so weiter und hat da 100 Klimazonen, insgesamt 6 Hauptzonen etc. bestimmt. Und die haben in den Tropen 30 Grad im Mittel, wobei die Mitteltemperatur sich kaum ändert, weder winters wie sommers, um den Äquator rum. Und minus 35 im kältesten Bereich und das ist die Antarktis. Minus 35 Grad. Da kann man sich schon mal zunächst die Frage stellen, wie kann es denn kommen, dass der Südpol schmilzt, wenn dort minus 35 Grad im Mittel herrschen.
Wobei man wissen muss, dass 95% der Eismassen dieser Erde in der Antarktis liegen. Und das ist ein Eisgebirge bis zu 4 Kilometer dick und riesengroß. Also wir haben eine Differenz zwischen beiden von 65 Grad Celsius immer noch. Nicht mehr 160 Grad, sondern 65 Grad. Und nun schauen wir uns mal an, wie die berechnete Mitteltemperatur aufgrund von Thermometerdaten in den letzten 30 Jahren ergänzt durch Satellitendaten aussieht. Das ist die Mitteltemperatur unserer Erde, der Atmosphäre, bodennah, wie sie im Internet abrufbar ist und wie Sie sie auch ausrufen können, wenn man sie ins absolute Verhältnis setzt, aber nicht absolut auf 270 Grad, was ja der absolute Nullpunkt ist, sondern auf die beiden Grenzwerte bezogen, minus 35 und plus 30 Grad. Und da ich mal Messer- und Regelungstechnik studiert habe und auch auf dem Sektor gearbeitet habe, sage ich mir, Donnerwetter, da hat der liebe Gott doch einen sehr genauen Thermostaten vorgesehen. Manche sagen, bloß nicht mit Gott, also die Natur, Mutter Natur. Das ist doch wirklich ganz schön gerade. Ganz schön gerade. Das ist die Mitteltemperatur unserer Erde. Und wenn Sie dann nochmal dazu sich anschauen, wie denn die Mitteltemperatur in verschiedenen Städten ist, die Sie vielleicht auch kennen. Die armen Finnen haben 4,9 Grad im Mittel in Helsinki. Da ist es natürlich auch sehr oft dunkel und es regnet viel und deswegen wird es nicht so richtig warm. Vielleicht auch einer der Gründe für die hohe Selbstmordrate dort. Berlin, meine Heimatstadt, hat 9 Grad. Kiel dürfte ein bisschen kühler sein, vermute ich mal, vielleicht ein halbes Grad. Rom, das leichtlebige, fröhliche Rom, wo man die Nächte gern zum Tage macht, hat 15 Grad. Merkwürdigerweise die Mitteltemperatur, die als Ideal uns dargestellt wird. Und wer sich noch an diese Fernsehserie Miami Vice erinnert, erinnert sich vielleicht auch an Miami, wie die alle kurzärmlich im flockigen Look da rumliefen, kurzhosig. Das hat im Mittel 24 Grad, das ist natürlich äquatornah. Das ist die Mitteltemperatur dieser Städte im Vergleich zu dem, was die Erde haben kann, haben soll, haben möchte. Das sieht alles nicht sehr gefährlich aus, würde ich mal sagen. Jedenfalls nach meinem Eindruck. Und das haben die Gründer des IPCC auch so gesehen und haben deswegen gleich von vornherein die Warnung ausgegeben, wenn wir keine Katastrophen ankündigen, dann wird man uns nicht zuhören. Das stimmt ja. Das ist ja davon, was die meisten Presse- und Medienleute brauchen. Nur der Mensch reagiert nur auf Katastrophen. Natürlich möglichst schlimme und möglichst weit weg, damit man dann auch sagen kann, oh, die Armen, und dann muss ich was spenden. Wunderbar. Und sein Kollege, der dann auch beim IPCC gearbeitet hat, Professor Schneider, hat das noch ein bisschen ausgeführt, der sagte, deshalb müssen wir Schrecken einjagende Szenarien ankündigen, Meeresspiegel steigt, Hot House. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keinen Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er ehrlich oder effektiv sein soll. Und fügte dann noch hinzu, oder beides, was ich im Grunde noch schlimmer finde. Und vor kurzem erst, das habe ich in einem wunderbaren Buch gelesen von Hans Rosling, sagte Al Gore zu diesem Hans Rosling, Factfulness heißt das tolle Buch, sollten Sie lesen, wir müssen Furcht erzeugen, richtig Furcht, und das geschieht täglich. Diese Lehre wurde ernst genommen und wird verbreitet aus der Änderung, die ich Ihnen eben über 150 Jahre gezeigt habe, kann man nach meinem Dafürhalten nicht so richtig Furcht ableiten. Aber es geht ja um präzise Wissenschaft und deswegen gucken wir uns diese Kurve mal genauer an. Und das macht man auf diese Weise. Man guckt sich jetzt nicht mehr die Absolutwerte an, sondern sogenannte Anomalien. Das hat mit anomal im üblichen Sprachgebrauch nichts zu tun. Anomalie heißt Abweichung von einem Referenzwert. Und das ist dieselbe Torekurve, die Sie eben gesehen haben, nur mit einer Vergrößerung auf der linken Seite um den Faktor 90. Und zwar macht man das so, dass man eine Referenzzeit bestimmt, das ist festgelegt, 1961 bis 1990 derzeit, nimmt da den Mittelwert dieser Temperaturkurve, das ist ein Wert, eine Zahl, und zieht davon ab die aktuellen Werte. Ist die Differenz negativ, war es kühler,
ist die Differenz positiv, war es wärmer. Und da sehen wir eindeutig schon einige Bewegung. Eindeutig, kann man nicht anders sagen. Aber nicht vergessen, um den Faktor 90 vergrößert, damit wir das Ganze sehen. Also ein richtiges großes Mikroskop. Das sind die bekannten 0,9, 1 Grad, so genau macht keine Henne, pflegte mein alter Schulfreund zu sagen, Grad Celsius Erwärmung insgesamt im vorigen Jahrhundert. Und diese Erwärmung hier, das ist die, die ungewöhnlich sein soll, die uns Angst machen soll, die wir als besonders gefährlich betrachten müssen. Gucken wir uns die mal genauer an. Wir unterlegen dieser Grafik die CO2-Emissionen, die CO2-Konzentration, pardon, da muss ich nochmal einhaken. Vielfach wird verwechselt, ich habe es ja eben auch getan, aber nur sprachlich, Emission und Konzentration. Was wir hier sehen, ist die Konzentration, also das, was von der Emission, wenn es nicht wieder absorbiert wird, in der Atmosphäre übrig bleibt und diese anreichert. Und die Konzentration ist die, die den eigentlichen Effekt haben soll und auslöst, den wir hier betrachten. Also die Konzentration. Sie sehen, da gibt es einen gewissen Verlauf und wir gucken uns mal die Korrelation dazu an. Unsere Klimakanzlerin Frau Merkel sagte dazu so treffend, es gibt nach unseren Kenntnissen niemals einen so rapiden Anstieg der Temperatur gegeben, wie ihn die Wissenschaft voraussagt. Das ist zwar ein typischer Merkel-Satz, ein bisschen verdreht, aber wir wissen, was sie meint. Sie meinte diesen Anstieg. Wenn man sich jetzt die Kurve etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass wir diesen Anstieg schon in den 30er Jahren hatten. Und wir hatten ihn, wenn auch kürzer in der Dauer, aber gleich steil, etwa so um 1880 bis 1900 in der Größenordnung. Gleich steil, aber nicht ganz so lang. Wenn ich jetzt versuche, die Korrelation zu bestimmen, also den Korrelationsfaktor, dann hat er ein Vorzeichen. Es gibt eine positive Korrelation, Benzinverbrauch steigt, die Zahl der Autos steigt, das ist eng korreliert, positiv. Es gibt eine negative Korrelation, die Zahl der Steuergesetze steigt, ihr Netto in Taschen nimmt ab, ist negativ korreliert, eindeutig, wissen wir. Also hier gucken wir, ist der Korrelationsfaktor negativ? Da ist er positiv, da ist er negativ, da ist er wieder positiv, da ist er negativ, positiv, stark positiv und seit kurzem ist er null. Es gibt in der ganzen Physik nicht ein Prozess, der stetig mit dem anderen verkoppelt sein soll, den anderen also treibt, der im Laufe seines Wirkens das Vorzeichen in der Korrelation wechselt. Das muss man schlicht festhalten. Ist also schon mal nicht gegeben, unabhängig davon, dass wir eine Übereinstimmung in den letzten 30, 40 Jahren mit dem CO2 als korreliertes Element haben. Gucken wir uns die letzten 1000 Jahre an. Nochmal Rahmstorf. Wir Klimaforscher können nur nach dem Wenn-Dann-Prinzip sagen, wenn so und so viel CO2 ausgestoßen wird, dann wird das Klima sich so und so viel erwärmen, haben wir schon gehört. Und dann gucken wir uns die Kurve dazu an, der Mitteltemperatur. Wir sehen diesen starken Anstieg um 1200. Das war die Zeit, als die Menschheit und die Fauna und die Flora geradezu explodierten. Und die meisten Städte und Klöster und Reiche gegründet wurden. Wir hatten einen hohen Geburtenüberschuss, den hat man entsorgt, zum Teil auf den Kreuzzügen. Wir haben dann die Kaltzeit, 30-jähriger Krieg fiel da rein, auch nicht ohne Grund. Und dann so ein paar kleine Spitzen zwischendurch. Und Ende der kleinen Eiszeit war dann so um 1850, Pi mal Daumen. Man sieht es an diesem Gezappel. Legen wir da die CO2-Kurve drüber, ich hoffe, das ist sichtbar, dann erkenne ich zumindest über die letzten 900 Jahre, 800.000 Jahre keine Korrelation. Jetzt könnte ich Ihnen für jeden Zeitraum, historisch bis geologisch, diese Kurven zeigen, nachher bitte. Ich habe mal eine rausgegriffen, weil meine Vortragszeit begrenzt ist und das ist ein geologischer Darstellung von 600 Millionen Jahren. Das zeigt den CO2-Verlauf in der Atmosphäre. Das ist die
blaue Kurve und die schwarze Kurve, die schwarze Kurve. Und die blaue Kurve ist das, die Temperatur dazu. Und da sehen wir Tiefpunkte der Temperatur bei gleichzeitig hohem CO2-Gehalt. Und jetzt haben wir sowohl Tiefpunkt in der CO2-Entwicklung als auch in der Temperatur. Und dazwischen gab es natürlich auch hohe CO2-Werte und hohe Temperaturen und hohe CO2-Werte und tiefe Temperaturen. Das zeigt mit einer Einschränkung, auf die komme ich vielleicht nachher, dass das CO2 in der Vergangenheit keinen Einfluss auf die Temperatur genommen hat, keinen messbaren, erkennbaren Einfluss. Was nicht heißt, dass dieser Einfluss vielleicht doch da ist, aber er ist so winzig, dass man ihn mit normalen Methoden, und die sind inzwischen sehr ausgefuchst, darstellen kann. Und das sagt doch der Paläogeologe Professor Clark. Wir können nicht behaupten, dass das CO2 das Klima bestimmt, denn das hat es in der Vergangenheit nachweislich zu keiner Zeit getan. Und das wird Ihnen jeder seriöse Geologe bestätigen. Und das geben die Verfechter der Idee vom menschengemachten Treibhauseffekt, vom menschengemachten Einfluss auf die Temperatur mittels CO2 auch zu. Hier ist zum Beispiel einer der Leitautoren des IPCC, des Weltklimarates, John Mitchell, der sagte, es ist nur möglich, die Erwärmung im 20. Jahrhundert auf menschliche Eingriffe zurückzuführen, wenn man numerische Modelle des Klimasystems verwendet. Also Modelle, die das zeigen, aber wo man hinzufügen muss, die auch dafür gebaut wurden. Es geht gar nicht anders. Und sein Kollege Reinhard Zellner, Chemiker, Mitglied der Enquetekommission des Bundestages zum Klimawandel, auf die Frage in einem Interview. Typisch ist der Einwand, dass der Treibhauseffekt nicht nachzuweisen sei. Das stimmt, es gibt kein Laborexperiment, das die Erwärmung durch eine Infrarotabsorption des CO2 direkt nachweist. Das System Atmosphäre kann aufgrund seines Temperatur- und Druckgradienten einem stationären Experiment gar nicht reproduziert werden. Wir sind also auf klimawissenschaftliche Modelle angewiesen. Und dazu pflege ich dann einen der berühmtesten Physiker des 20. Jahrhunderts zu zitieren, Richard Feynman, einer der Begründer der elektrodynamischen Quantenphysik. Der pflegte seinen Studenten einzubläuen, da gibt es auch einen schönen Film drüber, egal wie bedeutend der Mensch ist, der eine Theorie vorstellt, egal wie elegant sie ist, egal wie plausibel sie klingt, egal wer sie unterstützt, wenn sie nicht durch Beobachtung bewiesen wird, dann ist sie falsch. Schlicht und ergreifend. Und das, denke ich, ist hier auch der Fall. Nun kommen wir zu den Modellen. Das ist hier ein Modelllauf von, da steht es oben, 102 Klimamodelle. Und deren Mittelwert für die mittlere Troposphäre ist die rote Kurve. Und die blaue und grüne Kurve ist das, was die Thermometer am Boden und Ballons, die hochgelassen wurden, gemessen haben. Sie sehen, da gibt es erhebliche Abweichungen. Wir hatten eine leichte Erwärmung von dem Mittel 0,15 Grad. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, was diese Zehntel Grad für eine Bedeutung haben können. Aber die Modelle haben 0,75 Grad zur selben Zeit vorausgesagt. Interessanterweise ist, je mehr diese Abweichung zwischen den Modellen und ihrer Temperaturvorhersage ist, je größer die ist zu den realen Werten, umso mehr gibt sich das IPCC überzeugt, dass sie richtig liegen. Ganz interessant. Von wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, extrem wahrscheinlich und der Abstand wird immer größer. Vielleicht ein Thema für einen Psychologen. Und deswegen ist auch nicht richtig, dass das alles große Unwetter, Extremwetter auslöst. Gucken wir uns an, wie die mittlere Verteilung der Stürme ist. In diesem Falle ist das eine Sturmaufnahme von Hurricanes über den Atlantik, die aufs Land treffen. Sie sehen, die Tendenz ist gerade, nicht steigend und nicht fallend. Das sind starke Tornados, die sind sogar im Trend leicht negativ, von Abweichungen nach oben natürlich unbenommen. Das ist Wetter.
auch im letzten Jahr, wo diese großen Stürme auf Land fielen, übrigens keine so besonders starken, aber eben stationär waren und viel Wasser gebracht haben, was dann zu Überschwemmungen führte, sind nicht mehr geworden, weder in der Stärke noch in der Menge. Und wenn man sich die Unwetterstatistik anguckt global, dann sieht man einen Anstieg von 1980 bis 1990 und dann einen Abfall. Und so geht das munter weiter. Was aber zugenommen hat, ist die Höhe der Schäden. Denn immer mehr Menschen verdienen gut. Und wenn sie gut verdienen, dann wollen sie mehr Blick haben, ziehen entweder nach Heikendorf oder woanders hin. Und da kann passieren, dass dann eben auch mal eine Flutwelle anrollt oder Überschwemmungen wie jetzt im Süden der USA stattfinden. Und nach all diesen Betrachtungen müssen wir feststellen, es gibt keinen Konsens. Das wurde festgehalten in vielfachen Äußerungen von Wissenschaftlern seit 20 Jahren. Ich liste die mal hier alle auf, Sie können sie ruhig nachlesen oder auch nicht, mir einfach glauben. Immer mehr, sie werden aber nicht gehört. Dann gibt es noch einen letzten Zeiler, die hier 2013, Legates et al. Es gibt ja die Behauptung, dass 97% der Wissenschaftler der Überzeugung sind, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Kennen Sie alle. Abgesehen von der nicht unwesentlichen Einschränkung, dass Demokratie und das demokratische Prinzip in der Wissenschaft nichts zu suchen hat. Einstein pflegte mal zu sagen, als man ihm sagte, 200 Wissenschaftler hätten seine Relativitätstheorie für falsch befunden, sagt er nur cool, wenn die recht hätten, genügte einer. Aber die 97% geistern durch die Landschaft. Und meine Freunde hier, Ligets et al., einige von denen kenne ich, auch Herrn Ligets, haben sich mal angeguckt, worauf diese Behauptung beruht. Die beruht auf einer Studie, die ein Mr. James Cook, Psychologe in Australien, behauptet gemacht zu haben. Er hätte knapp 12.000 Papers, also Studien, untersucht von Wissenschaftlern und 97% davon hätten dann gefunden, das sei Mensch gemacht. Wenn man genau hinguckt, und das haben wir getan, dann stellt man fest, das waren keine 97% der Studien, von Wissenschaftlern ist gar keine Rede, waren vielleicht 1000 oder 500 oder 200 oder weiß ich wie viel, waren auch keine 80%, auch keine 70%, auch keine 60%, auch keine 20%, auch keine 10%, sondern es waren 0,5%, die Expressesverbes gesagt haben, das ist menschgemacht. Und zwar geht es auf eine Auswahl von Studien zusammen zurück, die nur 67 betraf. Also er hatte 67 genau angeguckt. Und davon waren es eben die 0,5% auf die 10.000 bezogen. So wird man doch gelegentlich hinter die Füchse geführt. Ziehen wir ein Fazit. Eine Korrelation der CO2-Konzentration, wie gesagt, Emissionen haben damit erstmal gar nicht viel zu tun. Mit Temperatur ist nicht vorhanden. Ohne Korrelation kein erkennbarer Ursache-Wirkungszusammenhang. Das ist schlicht und ergreifend wissenschaftlicher Konsens und Wahrheit und stimmt. Ist eine Korrelation da, kann sie in die Irre führen, habe ich Ihnen gezeigt. Ist sie keine da, gibt es auch keinen erkennbaren Zusammenhang. Betonung, erkennbar. Kann ja trotzdem da sein, ist nur nicht erkennbar. CO2 zeigt also keine erkennbare Wirkung auf die globale Mitteltemperatur, weder heute noch früher, noch ganz früher, auch nicht in den letzten 10.000 Jahren. Eine Ausnahme, habe ich davon gesprochen, ist der Eisbohrkern. Die Eisbohrkernuntersuchung, die gehen inzwischen 800.000 Jahre zurück. Und da sehen wir eine relativ enge Korrelation zwischen Temperatur und CO2, Konzentration. In der Antarktis und teilweise in Grönland wurden die gebohrt. Abgesehen von der Schwierigkeit, aus eingeschlossener Luft im umgebenden Eis überhaupt eine Zuordnung zur Zeit zu finden, die Luft ist manchmal 1.000 Jahre jünger als das Wasser ringsherum, zeigt diese eine deutliche Korrelation. Al Gore hat es auf seiner Bühne damals gemacht in seinem Film und hat einen Hubwagen genutzt, um zu zeigen, wie das beides eng korreliert, sich gegenseitig beeinflusst. Wenn man genau hinguckt, und das hat er vergessen zu sagen, dann sieht man, dass bei dieser Korrelationsanalyse erst die Temperaturänderung kommt und dann die CO2-Änderung. Und das kann jeder hier an einem Glas Wasser mit Sprudel. Das ist schon ziemlich schal. Feststellen.
Warmes Wasser kann weniger CO2 binden als kaltes Wasser, wird es also wärmer, gast der Ozean, und davon haben wir reichlich CO2 aus in die Atmosphäre, und wird es kälter, nimmt er mehr CO2 auf. Dieser zeitliche Abstand liegt bei 800 Jahren, schwankt so zwischen 500 und 2000 Jahren, Pi mal Daumen. Also erst die Temperaturänderung, dann das CO2. Die mittlere Erdtemperatur stieg in den letzten 150 Jahren sehr moderat dreimal an, gleich steil, ob mit oder ohne CO2, wie auch in der Historie zuvor und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass wir uns gar nicht sorgen müssen um den Meeresspiegelanstieg. Der ist nach wie vor da. Sie sprachen von der Eiszeit. Seit dem Ende der Eiszeit können wir nicht mehr nach England laufen. Ist so. Die britischen Inseln sind durch den Kanal getrennt, worüber die Engländer heute sehr froh sind. Siehe Brexit. Aber seit die Eismassen eben zurückgegangen sind, gibt es einen Zuwachs an Wasser, und dieser Wasserzuwachs setzt sich weiter fort. Wir haben also im Mittel seit 6000 Jahren einen Anstieg von plus 10 cm, plus minus 20 cm oder 15 cm pro Jahrhundert, im Meeresspiegelanstieg. Zwischendurch mal ein bisschen steiler, dann wieder flacher, dann wieder steiler und so weiter. Hat viele Wirkungen, viele Gründe, warum das so ist. Von der Ausdehnung des Meerbeckens, denken Sie an die beweglichen Kontinente, bis zu den Strömungsänderungen, bis zur Temperatur, natürlich lokal. Allein im Indischen Ozean, will ich Ihnen mal sagen, messen die Geologen heute über Satelliten Unterschiede im Meeresspiegel von knapp 200 Metern. Das liegt an den darunterliegenden Felsmassiven und der Anziehungskraft durch die Schwerkraft. Da gibt es eine Delle und dann gibt es eine Beule, wo das nicht ist. Und dieser Unterschied, den auszugleichen, dazu gehört schon einige Rechenkunst. Also um es mal nochmal zusammenzufassen, es gibt keinen Konsens. Und wenn man so einen kleinen Jungen, so vielleicht wie der mit dem des Kaisers ohne Kleider, anschaut, dann sieht man auch den Verlauf der Darstellung. The science is settled. Dann hieß es ja, haben wir anfangs Global Cooling gehabt, bis 1979 etwa, dann wurde umgeschaltet auf Global Warming, dann hat das auch nicht mehr gezogen, dann ist alles Climate Change, zwischendurch gab es mal 2-3 Jahre lang Climate Disruption, Extremwetter oder auch Hot House oder Heiß House und so weiter. Und wir können festhalten, die Phänomene, die ich Ihnen gezeigt habe, die wir im letzten Jahr insbesondere betrachtet haben, sind mehr oder weniger alle Wetter. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Hitzewelle von 2018. Da wurde uns ja auf allen Kanälen gezeigt, mein besonderer Freund Klaus Kleber, von dem ja manche sagen, inzwischen er sei ein Roboter. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Würde ja nicht so teuer sein, vermute ich. Der Sommer 2018 ist wieder ein Zeichen dafür, dass sich die Atmosphäre grundstürzend ändert. Das ist der Wortlaut des Herrn Kleber. Und wenn man dagegen hält, was in der Vergangenheit alles so erlebt wurde, dann sehen wir eine Hitzewelle von 1540. Das war mitten in der kleinen Eiszeit übrigens. Dauerte vom 28. Februar bis 19. September, also in 2 Tagen wäre sie vorbei. 5,5 Monate lang und so gut wie kein Regen und nirgends. Weitere Rekordjahre waren 79, 1387, 1473. Die Donau war im Jahr 1473 ausgetrocknet. Die Menschen gingen zu Fuß rüber und haben sogar eine Brücke gebaut in der Zeit. Allein seit 1900 gab es in diesem Jahrhundert 12 sehr heiße und 12 sehr kalte Sommer ohne jede Regelmäßigkeit. Und es gab auch keine globale Hitzewelle, wie uns verdeutlicht wurde. Denn wenn sich die Mitteltemperatur der nördlichen Halbkugel anschauen in dieser Zeit, dann ist die Abweichung insgesamt genau null vom Mittelwert. Und wenn Sie sich nur die Landmasse angucken, dann ist sie sogar leicht negativ. Und dazu noch ein schönes Bild. Oben, das zeigt ein Bild der Elbbrücke in der niedlichen Stadt. Jetzt muss mir einer vorlesen, wie das heißt da. Bei Aussig, 1904. Sie sehen da eine kleine Pfütze. Und wie sie da unten war, das war dann 2018 im August, zur selben Zeit, da waren die Pfützen zumindest noch ein bisschen größer. Habe ich Ihnen gezeigt, dass das CO2 vielleicht eine Wirkung hat, aber keine messbare, keine erkennbare, keine darstellbare, die wir finden. Jetzt kommt die Frage, was steuert dann überhaupt das Klima?
Sie wissen, der Begriff Klima kommt aus dem Griechischen und steht für Neigung. Und damit ist die Neigung der Erdachse gemeint. Dadurch, dass die Erdachse geneigt ist, haben wir Sommer und Winter. Man sollte sich mal vorstellen, bei diesem weiten Weg um die Sonne, diese geringe Abweichung zur Sonne, mal näher, mal weiter, macht uns Sommer und Winter. Man muss also fragen, wer ist der Klimatreiber Nummer 1? Und da braucht man nur jeden Tag rausgucken. Und gerade in diesem Sommer war es besonders schön, dieser gelbe, runde Ball da oben. Das ist der Klimatreiber Nummer 1, unbestritten für alle. Er liefert uns die Energie, die wir zum Leben und zum Überleben brauchen. Und dann passieren natürlich jede Menge Einflussgrößen, die von der Sonne kommen, aber auch von der umgebenden Planeten- und Sternenwelt. Und wir haben mal einen Versuch gemacht. Es gibt inzwischen durchaus brauchbare Temperaturdaten der letzten 2000 Jahre. Und zwei Forscher von Alke, Professor Weiß und Professor Lüdecke, haben dann das mathematische Rüstzeug angeworfen und haben diese sogenannten Proxy-Daten, das ist diese Spaghetti-Kurve oben, die schwarze, die Sie da sehen, nach den darin enthaltenen Oszillationen, nach Frequenzen aufgedröselt. Wir haben festgestellt, welche Frequenzen stecken da drin. Das kann man heute machen. Mit Computern geht das schneller. Früher wurde es dann mit Bleistift und Tabelle gemacht. Fourier hat das Ganze erfunden. Ein sehr cleveres Kerlchen zu Napoleons Zeiten. Und haben dann gesucht, was sind denn die stärksten Einflüsse und was sind die weniger starken und so weiter noch in Größenordnung Geuler. Dann haben sie die stärksten genommen und wieder zu einer gemeinsamen Kurve zusammengesetzt. Und das ist die rote Kurve. Ja. Die blaue und die rote Kurve. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was das war, aber es spielt auch keine Rolle. Sie sehen, dass die rote Kurve und die blaue Kurve fast identisch miteinander laufen. Und interessanterweise enthält die eine Kurve, die künstlich zusammengesetzte, nur zwei Zyklen. Zwei Zyklen, nämlich den Babisch-Zyklus, nein, drei sind es, den de Vries-Zyklus und den Eddy-Zyklus. Das sind solare Zyklen von Sonnenflecken oder aber auch von Strömungszyklen, AMO und PDO, die zusammen bilden die Temperaturentwicklung der letzten 2000 Jahre sehr gut ab. Das heißt, sie zeigen, dass der Einfluss der Sonne, durch welche Prozesse nun auch immer, so stark ist, dass eine irgendwie ins Gewicht fallende Erwärmung durch anthropogenes CO2 so gut wie ausgeschlossen werden kann. Das ist die Temperatur über der vergangenen 2000 Jahre. Nun haben wir nicht so lange Thermometer, sondern erst seit 1650 etwa. Man kann aber versuchen, die Temperatur zu bestimmen aus sogenannten Proxydaten. Das sind Sedimentablagerungen, Baumringe, andere Stalagmiten, Stalaktiten und so weiter, wie die wachsen und so weiter, kann man der Temperatur zuordnen, wenn man es ja sehr genau macht. Und da gibt es eine Menge Forschungsarbeiten, die das behalten. Die kann man also im Internet abrufen. Und dann haben sie daraus herausgezogen die Frequenzen, die darin stecken. Eine Signalanalyse, wenn Sie so wollen. Und diese Frequenzen lassen sich aufteilen nach besonders stark, noch weniger stark und so weiter. Es gibt ganz viele, weil die so zackig ist. Und die stärksten haben sie dann zusammengeführt zu der Kurve, die Sie dann sehen. Und Sie sehen, dass die Übereinstimmung sehr stark ist. Und die rote Kurve ist es, das sehe ich jetzt auch, die zeigt für die nächste Zeit wieder nach unten. Was durchaus erkennen lässt, dass wir uns eventuell wieder auf kühlere Zeiten einstellen müssen. Tja, und damit bin ich eigentlich am Ende, was die Klimaseite anbelangt. Und wenn Sie jetzt noch nicht völlig entnervt aufgeben wollen, sondern noch ein bisschen was von der Energiewende hören wollen, dann mache ich auch weiter, aber das liegt an Ihnen. Erstmal vielen Dank für Ihr geduldiges Zuhören und ich stelle gerne mich zur Verfügung, um Ihnen Fragen zu beantworten.